Herzlich willkommen bei Next Move. Stromspeicher und Energiewende sind Themen, die uns hier auf dem Kanal besonders interessieren. Energiespeicher ist ein zentrales Thema, wenn wir mit erneuerbaren Energien in die Zukunft gehen wollen. Ich bin heute für euch in der Leipziger Innenstadt in einer Hoteltiefgarage und hier geht es natürlich um Speicher und um Elektroautos. Ihr seht im Hintergrund eine ganze Menge Ladestationen. Demnächst kommen hier noch viel, viel mehr Autos, die dann auch alle elektrisch sein werden, aber können die alle zeitgleich laden. Deswegen ist hier ein ganz besonderer Speicher installiert, ohne Lithium und ohne Wasserstoff, und den wollen wir uns heute anschauen. Ist es der Wunderakku? Film ab! Im Hintergrund seht ihr E-Autos und Ladestationen. Das kennen die meisten Zuschauer auf unserem Kanal. Euch interessiert natürlich das Herz der Anlage, der Energiespeicher, und den wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir gehen direkt in den Maschinenraum und danach habe ich noch den Projektleiter Deutschland im Interview, der mir noch ein paar Fragen beantwortet, die sich mir noch gestellt haben, als ich mir das System vorab und auch hier in der Tiefgarage angeschaut habe. So, hier ist der Maschinenraum. Das Ganze funktioniert also über Schwungräder. Normalerweise wird das System im Container outdoor geliefert. Da wiegt das Ganze 9 Tonnen. Da ist natürlich der Container mit dabei. Hier wurde das sozusagen ausgeschlachtet und in die Tiefgarage hier eingebaut. Und ihr hört es schon, da ist ein bisschen laut. Es sind also Schwungräder, die sich drehen. In Summe 8 Stück. Die sind hier in diesen, die sind hier in diesen Töpfen drin und die drehen sich mit 16.000 Umdrehungen pro Minute, da sind Aluminiumscheiben drin. Ein so ein Topf wiegt ungefähr 400 Kilogramm. Die Leistung sozusagen dessen, was ihr im Hintergrund seht, sind 50 kW und das Ganze kann eine Stunde lang Energie abgeben, also 50 Kilowattstunden Speicher sind hier verbaut. Die Schwungräder selber wiegen ungefähr 160 Kilogramm und in den Töpfen ist Vakuum, das heißt, das beides hier sind die Vakuumpumpen. Die eine, die ist kalt, und die andere, die ist heiß. Die läuft also, das ist Reserve. Und hier noch eine kleine Ölpumpe. Und was ihr so an Schläuchen hier seht, das ist für die Lagerung der Mittelwelle. Für die technisch Interessierten gehe ich einfach mal noch ein bisschen näher ran und zeige euch noch ein paar Details der Anlage. Hier oben sind also auch Lüfter drauf. Hier sitzt der Motor. Hier geht senkrecht eine Welle durch, die oben und unten gelagert ist. Die Aluminiumscheiben selber drehen sich aber mehr oder weniger freischwebend. Und natürlich muss das Ganze auch im Boden ordentlich verankert sein. Und wir schauen nochmal auf die Wechselrichter und hier auf den Schaltschrank. Eine Sache habe ich gefunden, die kenne ich von zu Hause, nämlich Solarech-Wechselrichter. Man versucht natürlich Komponenten einzusetzen, die auch marktüblich und marktgängig sind. Man muss ja nicht alles selber entwickeln. Und auch hier nochmal ein Blick aufs Typenschild. SE 27,6 K, also das ist die Leistung. 27 Kilowatt Leistung ungefähr hat so ein Wechselrichter. Jetzt habe ich schon einiges gesehen, bin aber echt neugierig. Bei mir ist der Alex von Chakratec. Ich werde noch ein paar Fragen stellen. Sag mir als erstes, wie funktioniert es technisch? Wie kommt der Strom rein und wie kommt er wieder raus und was dreht sich da? Ein Schwungradspeicher, wir kennen den vom Fahrrad. Das Vorderrad wird angetrieben und dann hast du den Dynamo, wenn du Strom brauchst, der dann an das Vorderrad geht. Und ähnlich ist das auch mit diesem Chakratec Schwungradspeicher. Das heißt, auf dem Speicher sitzt ein Motor, der kriegt Strom vom Netz und der treibt das Schwungrad an und dreht es hoch auf 16.000 Umdrehungen. Und davon sind je nach Konfiguration 8 Schwungräder oder 10 Schwungräder mit einer Gesamtleistung dann von 50 kW, die zur Ladung für E-Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Wie hoch ist der Wirkungsgrad des Systems ungefähr? Der Wirkungsgrad ist vergleichbar mit Lithium-Ionen-Batterien, das sind 80%. Mhm. Und wir arbeiten daran, dass wir den noch etwas höher kriegen, aber im Moment ist er bei 80%. Mhm. Und 80%, da dreht sich ja was. Das heißt, es gibt vermutlich auch eine zeitliche Komponente. Was wäre denn, wenn hier keiner kommt und den Strom abnimmt? Wie lange dreht sich denn das Schwungrad, wenn keiner Strom nachgespeist wird? Also wenn keiner Strom nachspeist und keiner Strom entnimmt, dann kreiseln die Schwungräder in etwa 2 bis 3 Tagen von 16.000 auf null. Okay, das heißt, die Anlage oder das System braucht schon eine gewisse Frequenz. Das heißt, konkret beim E-Auto müssen auch ein paar Kunden kommen, damit sie es rechnet. Also unsere Vorteile liegen eindeutig in
in einer hohen Ladezyklenzahl. Das heißt 2, 3, 4, 5 Ladezyklen pro Tag. Und genau das ist die Anforderung bei Schnellladen. Da spielt der Speicher seine vollen Stärken aus und vor allem auch die wirtschaftlichen Stärken. Mehrere Zyklen pro Tag ist übrigens ein Szenario, was wir öfter erleben, wenn wir an Schnellladeparks drehen. Gerade in Nempitz, da ist auf der einen Seite 8-mal Tesla, 6-mal Ionity. Wenn wir da mit 2, 3 Autos drehen, ist gerne mal volle Hütte. Das heißt, alle Ladestationen besetzt und eine halbe Stunde später ist keiner mehr da. Die Frage ist aber, geht es über Elektromobilität noch hinaus? Kann ich sowas auch als Photovoltaikspeicher im Gewerbe zum Beispiel einsetzen oder mir einen so, ich sage jetzt wieder Topf, mir zu Hause in den Keller stellen? Wie schon gesagt, die Stärke dieses Speichers liegt in der Zyklenzahl, die du damit erreichen kannst. Bei Photovoltaik hast du einen Lade- und Entladezyklus pro Tag und kommst eben dann auf deine 300-400 Zyklen im Jahr. Das heißt, deine Lithium-Ionen-Batterie, die hält dir 10 und noch mehr Jahre. Hast du aber 3, 4, 5 Ladezyklen am Tag, dann müsstest du alle 3, 4 Jahre diese Lithium-Ionen-Batterie austauschen. Das heißt, die Anwendung bei PV und Gewerbe macht nur Sinn, wenn du wirklich auch am Tag viele Ladezyklen hast. Sonst macht es keinen Sinn, fährst du einfacher, günstiger mit dem klassischen, herkömmlichen Lithium-Ionen-Speicher. Also im Gewerbe eigentlich nur, wenn ich eine Spezialanwendung habe, irgendeine Presse, die 10-mal am Tag läuft, kurze Spitzenlast braucht und den Rest des Tages steht, ja? Exakt. Wir haben eine Anfrage gekriegt aus Neuseeland. Mega spannend, ein Fährbetrieb. Die müssen immer Flüsse und Seen überqueren und haben für eine Überfahrt und zurück 20 Minuten Zeit. Und in diesen 20 Minuten haben wir dann 4 Minuten Zeit, die Fähre mit 2 Megawatt Ladeleistung zu laden innerhalb von 4 Minuten. Und da kommt die Hälfte davon aus dem Netz und das andere Megawatt aus unseren Speichern. Und das sind die Anwendungen. Dann haben wir nämlich pro Stunde 3 Zyklen. Das sind am Tag dann fast 30 Zyklen. Und hier ist der Speicher von Chakratec absolut allen anderen Speichern überlegen. Und der Speicher steht dann im Hafen oder der fährt mit? Nein, der steht im Hafen natürlich, denn sonst bräuchten wir ja für jedes Fährschiff so ein Speichersystem. Ah ja, sind mehrere auf der gleichen Linie. Dann macht's natürlich und die stehen im Hafen. Aber was ich noch anmerken wollte, ihr schreibt euch ja auch die erneuerbaren Energien auf die Fahne Next Move. Und dadurch, dass keine Chemikalien zum Einsatz kommen in diesem Speicher, ist ja alles rein mechanisch. Das ist Aluminium, das ist Stahl, das sind Kupfer und Messingmaterialien drin. Keine Lithium-Ionen. Das heißt, es ist wirklich der einzig grüne, nachhaltige Speicher, der für diese Anwendung in der E-Mobilität verfügbar ist. Gab es auch schon Anfragen in Richtung Stabilisierung des öffentlichen Stromnetzes? Ja, natürlich. Die Elektromobilität ist automatisch ein Störenfried des lokalen Netzes. Warum? Die lokalen Netze sind ausgelegt auf Klimatisierung, Lüftung, Beleuchtung, Küche und so der normale Haushalts- oder Gewerbebetrieb. Und jetzt kommen plötzlich nochmal Leistungsanforderungen von 100, 200, 300 kW auf dieses Netz. Es gibt Rückkopplungen und die Energieversorger, vor allem die Netzbetreiber, verursacht das Kopfschmerzen. Sie haben im Prinzip 2 Möglichkeiten, diesen Kopfschmerzen zu begegnen. Das eine ist die Netzertüchtigung, sprich, die bauen nochmal eine Trafostation hin und dass wir einfach mehr Leistung aus dem Netz kriegen, oder sie setzen Speicher ein. Und da gibt es eben den Lithium-Ionen oder den Schwungradspeicher von Chakratec, der eben seine Vorteile eindeutig in der nahezu unbegrenzten Zyklenzahl ausspielen kann. Gab es auch schon Anfragen von den Big Playern aus dem Bereich öffentliche Schnellladeinfrastruktur an Autobahnen? Wir sind mit ein paar Big Playern im Gespräch. Du verstehst sicher, dass ich jetzt hier keine Namen nennen kann, aber es sind Anfragen da. Und unsere Vorgehensweise ist so, dass wir sagen, okay, lass uns mal ein Proof of Concept auf Neudeutsch machen. Das heißt, nennt uns mal eine Anwendung, einen Standort, dann legen wir den zusammen aus und dann stellen wir mal ein System hin und testen das zusammen. Gestern war hier Systemwartung. Ja. Die Frage ist, was muss gewartet werden, wie oft und wie hoch sind die finanziellen Aufwendungen für die Wartung? Das System ist sehr pflegeleicht. Das heißt, einmal im Jahr muss ein Ölfilter gewechselt werden. Und alle 2 bis 3 Jahre, das hängt dann von der Zyklenzahl ab, ist eine größere Wartung mit Ölwechseln fällig. Den Einjahreszyklus kann ein angelernter, eingewiesener, sagen wir, Hauselektriker durchführen. Da muss es kein Chakratec-Fachmann sein, der da kommt. Die größere Wartung, die würden wir dann schon selber durchführen wollen. Einfach auch nochmal, um eine Hand auf dem System zu haben und zu sehen, läuft alles so wie gedacht. Darüber hinaus wird jedes System ferngewartet. Das heißt, wir haben über entsprechende Remote-Zugriff natürlich
immer einen Blick auf die Anlage. Wir sitzen sozusagen auf den Schwungrädern und drehen uns mit und uns entgeht gar nichts. Jede Komponente, die in dieser Anlage drin ist, ist über ein LAN-Kabel mit dem Hauptcomputer verbunden. Das heißt, wir kriegen sofort mit, ob eine Pumpe richtig läuft oder nicht mehr richtig läuft, ob der Schalter richtig funktioniert und können dann sofort auch agieren. Und auch die Drehzahl von jedem Schwungrad? Ja, nicht nur die Drehzahl von jedem Schwungrad, sondern auch die Beschleunigung und Abbremsung, die Ladezyklen. Wir haben Energiemanagement mit drauf, nicht nur hier ein Lademanagement auf den Säulen, sondern Energiemanagement. Wir sind angebunden an das Hausnetz, an das Netz vom Energieversorger. Wir sind angebunden an das Netz hier vom Hotel, zu sehen, was haben die für eine Leistungsentnahme. Natürlich an die Ladesäulen. Hätten wir noch Photovoltaik auf dem Dach, hätten wir die auch eingebunden. Was jetzt noch kommt, ist die sogenannte KI Tübingen. Unser Standort ist in Tübingen, ist bekannt für KI, künstliche Intelligenz. Das heißt, wir binden Wetterdaten mit ein und wir binden zukünftig Verkehrsdaten mit ein, sodass wir heute schon wissen, welche Ladeleistung nächste Woche am Mittwoch um 15 Uhr zu erwarten ist. Der Vergleich mit dem Batteriespeicher drängt sich auf. Wir haben schon drüber gesprochen. Wo liegen denn die klaren Vorteile gegenüber einem Batteriespeicher? Der Hauptvorteil liegt eindeutig in der Anzahl der Zyklen, die mit unserem Speicher, mit dem Chakratec-Speicher möglich sind. Wir garantieren Lebensdauerzyklen über 20 Jahre von mehr als 200.000 und ein Lithium-Ionen-Speicher müsste alle 4.000 bis 5.000 Zyklen dann ausgetauscht werden. Es gibt Hersteller, die heute auch schon 8.000, 9.000 Zyklen für Lithium-Ionen-Batterien garantieren. Da muss ich sagen, mit einer gewissen Einschränkung. Denn das hängt ab von der Entladetiefe, wie tief Sie die Lithium-Ionen-Batterie entladen. Unsere 200.000 Zyklen, die gehen von einer Entladung aus von 100 auf 0 und eine Lithium-Ionen-Batterie kann das nicht. Wenn Sie die von 100 auf 0 laden, dann kann die auch schon deutlich früher an ihr Leistungs-Lebensdauer-Limit kommen. Wie ist der Kostenfaktor? Was kostet so eine Anlage bei euch? Die reinen Investitionskosten liegen natürlich höher als bei den Lithium-Ionen-Batterien. Aber wenn wir das wieder mit den Zyklenzahlen vergleichen und davon ausgehen, dass wir 200.000 Zyklen in 20 Jahren hinkriegen, müsstest du in dieser Zeit, in diesen 20 Jahren, 4 bis 5 oder vielleicht auch 6 Lithium-Ionen-Batterien dafür kaufen. Das heißt, wir sind definitiv günstiger. Wir bieten unseren Kunden auch, sagen wir, spezielle Zahlungsmodelle an, dass wir sagen, wenn ihr mit uns ein Projekt macht, ihr werdet nie mehr bezahlen als für eine Lithium-Ionen-Batterie. Das heißt, wir vereinbaren Zyklen und immer wenn ihr eine neue Lithium-Ionen-Batterie kaufen müsstet, dann gebt ihr das Geld halt an Chakratec und wir deckeln das Ganze, sodass ihr... Wir haben Vergleiche gemacht, etwa über die Lebensdauer von 15 Jahren bei der Hälfte der Investitionskosten landet mit dem Chakratec-Speicher im Vergleich zur Lithium-Ionen-Batterie. Das heißt, ihr bringt nicht nur die Technik mit, sondern auch die Finanzierung? Wir bringen auch clevere, innovative, kundenorientierte Finanzierungsmodelle mit. Und wir sehen unsere Kunden an der Stelle weniger als Kunden, sondern wir sind Partner. Und wir wollen die E-Mobilität, die Energiewende gemeinsam anpacken. Und das machen wir als Partner. Und ich bin da sehr dankbar für Chakratec, sehr innovative israelische Firma, ein Start-up. Auch dieses Start-up-Mentalität ist da. Can do ist so unser Motto. Es gibt nicht, was wir nicht anpacken. Und ja, es macht sehr viel Spaß, in diesem Projekt mit dabei zu sein. Vielen Dank fürs Gespräch und schön, dass ich hier sein durfte. Die Vorstellung hier auf dem Kanal war übrigens kein bezahltes Product Placement. Ich fand es super spannend und habe sofort, als ich das gehört habe, gesagt, das will ich mir unbedingt anschauen, um es euch zu zeigen. Sozusagen der Maschinenraum der Energiewende. Im Hintergrund seht ihr noch ein kleines Bildchen, wie das draußen auf der Straße aussehen konnte. Zwei Schnelllader, ein hübscher Container, wo das System kompakt verpackt ist. Und natürlich hier auch Solar-Carport mit erneuerbaren Energien, Elektroautos aufladen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.